Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Talkie Malls. Ich habe ein bisschen Angst vor dem heutigen Video, aber ich glaube, es wird relativ lustig, denn heute ist Battle Time. Heute geht's Königin gegen Königin, Queen Margot gegen Queen Margot. ihr wisst ja, ich bin Queen Margot Fan. Ich habe den Kollegen hier ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das sind jetzt mittlerweile 4 Jahre, habe ich den verkostet, war nicht gerade begeistert. Ist immer noch die gleiche Flasche. Ihr seht, vieles nicht draußen. Ich habe den seitdem auch nicht mehr probiert, sondern immer nur Kollegen gegeben. Ich glaube, dem Dennis, Adrian, Stefan. Ja, 4 oder 5 Rams oder so sind raus, ne? Und seitdem schlummert der hier in einer dunklen Ecke vor sich hin und vegetiert. Der normale Queen Margot 3 Jahre gegen Queen Margot 8 Jahre. Preislich fast doppelt so teuer. Jetzt denkt man sich, boah, der ist ja bestimmt teuer, ne? Ne. Der hier kostet keine 7 Euro und der hier keine 13 Euro. Also es sind irgendwie 6,78 Euro oder so und knappe 13 Euro, 12,68 Euro. Irgendwie sowas. Und da will ich doch jetzt einfach mal wissen, wie die sich so unterscheiden, vielleicht auch teilweise ähneln. Und wie viel besser der Achter ist als der Dreijährige. Weil der ist 3 Jahre alt, Mindestalter. Natürlich beide gefärbt, kühl gefiltert, 40 Volumenprozente. Und ich lese doch einfach mal vor, was hier beim normalen Queen Margot hinten steht und dann gleich beim Achtjährigen. Dieser einzigartige traditionelle Whisky vereinigt eine Auswahl der feinsten Malt- und Grain-Whiskys. Ausgewogen, weich und geschmeidig verleiht diese Mischung delikate Aromen dem Whisky seine Vielschichtigkeit und Tiefe sowie einen warmen und nachhaltigen Geschmack. So, da sagen sie auch irgendwas hier mit einer Silbermedaille. Und hier haben wir sogar World Whisky Award Goldmedaille, beziehungsweise Kategorie Winner. Da habe ich nochmal nachgeguckt. Der ist wohl in den Blends, ich glaube sogar bis 12 Jahre hat er da den ersten Preis geholt. Mal schauen, ne? Dieser Blended Scotch Whisky wurde gekonnt mit traditionellen Methoden und nur den besten Zutaten hergestellt. Durch die 8 Jahre lange Reifung in Eichenfässern ist dieser Whisky weich, reich an Süße und intensiven Aromen und hinterlässt einen warmen, langanhaltenden Abgang. Boah. Beide auf jeden Fall distilled, blended und bottled in Schottland. Importeur ist ein anderer. Ja, keine Ahnung, was ich hier erwarten kann, aber legen wir doch einfach mal los, ne? Denk schon, dass der 8-Jährige besser sein wird, weil der normale Queen Margot hat mir echt überhaupt nie gefallen. Aber was will man aber erwarten für 6,78 Euro, also keine 7 Euro? Kann man auch einfach da rein. Vielleicht muss ich den mal hier ein bisschen zum Kochen nehmen, dann kommt er auch mal weg. Gar nicht so schlecht. Zumindest von der Nase her. Natürlich beide mit Schraubverschluss. Kennen wir bei den sehr, sehr günstigen Flaschen. Zumindest hier mit dieser Blechkappe. Aber pff, wenn man da nicht zu feste zutritt, habe ich da auch nichts gegen. Ne? So, gucken wir mal jetzt hier beim Queen Margot den normalen mit 3 Jahren. Ich glaube, inzwischen hat sich aber auch das Design leicht verändert. Ja, aber der Geruch nicht, ne? Es hat immer noch mal merkt, da ist viel Grain-Anteil, der ist sehr leicht in der Nase, trotzdem dieser leichte Alkoholstich. Und es riecht einfach so leicht fuselig. Und man riecht auf jeden Fall auch diesen, riecht für mich gerade fast noch nach. Ich hatte am Allerheiligen hatte ich einen Korn, einen Weizenjung. Und der hatte auch diese alkoholische Note. Der war allerdings ein bisschen weicher vom Gefühl her. Hier ist das etwas störender, der Alkohol.
Im Hintergrund hat man so eine feine Süße. Und das Ganze ist halt frisch in der Nase, also jetzt nicht irgendwie viel Eiche oder so mit drin. Es ist eine Würze im Hintergrund, aber da ist auch noch viel Frische dabei. Zitrusnoten. Und ich würde gerade fast sogar sagen, dass der Alkohol trotz der 40 Volumenprozente so prägnant ist, dass er leicht die Nase kühlt und so eine leichte Pfefferminz-Eukalyptusnote da ergibt. Ich bin gespannt. Ganz anders. Er ist nicht so störend in der Nase. Der Alkohol ist da besser eingebunden. Na. Ich glaube, da ist sogar etwas Vanille jetzt gerade. So eine gewisse Kräuternote kriege ich gerade in der Nase. Und sogar Eichennoten. Riecht aber auch ein bisschen langweilig, ne? Also leicht würzig, leichte Eiche. Alkohol ist nicht stechend. Jetzt kommt sogar, was ist das denn jetzt? Ich hätte fast gesagt Lavendel, aber jetzt geht es gerade wieder in eine andere Richtung. Jetzt wird es gerade wieder etwas süßer. Jetzt kommt sogar so leicht Karamell. Doch schon. Ziemlich brennt. Leichter Rachenputzer-Charakter. Aber jetzt nicht, wo ich so Gesicht oder so verziehen muss. Anfangs eine sogar fast angenehme Süße. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich den damals den Eindruck hatte. Geht dann aber über in diese, ja, wieder in diese Würze. Und jetzt kommt. Ja, so ein trockenes Stück Holz im Mund, trockene Eiche. Und bleibt jetzt da. Whisky an sich ist schon weg, bleibt diese Bitterkeit. Boah. Weniger süß, würziger, eichiger. Was ist denn das jetzt? Und ich hatte vorhin, als ich den im Mund hatte, den Eindruck von, ich glaube, das hatte ich schon mal bei irgendeinem Whisky, so eine leicht angegorene, verdorbene Frucht, so eine Fruchtkomponente, so leicht Gammel. Jetzt im Geruch hat er eine angenehme Apfelnote gerade entwickelt. Leichten Apfel. Gott, da finde ich ja fast noch den Dreier jetzt hier besser im Geschmack. Warte mal.
trocken. Richtig Belag auf der Zunge gerade. Nö. Gefällt mir nicht so wirklich. Ich habe jetzt gedacht, da sind jetzt so wirklich, wie sie schon gesagt haben, vielleicht ist da schon eine süße Vanillenote oder so. Aber für mich ist da einfach nur bittere Trockenheit im Mund. Bleibt jetzt so über mit so einem richtigen Belag auf der Zunge. Ja, jetzt muss ich sogar doch schütteln. Nee. Auch nicht besser. Hier ist jetzt wieder so eine, boah, der hat jetzt wieder gerade so eine schöne Fuselnote. Nee, die liegen mir beide nicht, überhaupt nicht. Ist einfach nicht meins. Jetzt habe ich da den schwarzen schon leer getrunken. Na, jetzt auch in der Nase wieder. Jetzt habe ich sogar gerade... Ist das? Riecht so. Er riecht fast nach Desinfektionsmittel. Aber keine Rauchinote natürlich. Und auch die Zunge, die fühlt sich so belegt an. Nee, ist nicht meins. Dann lieber, wenn es so günstig sein muss, weiß ich nicht. Ein Teachers, der ist auf jeden Fall besser. Als beide. Meiner Meinung. Und den kriegt ihr auch im Angebot für 11, 12 Euro, glaube ich. Da ist aber auch der Maltanteil, denke ich, deutlich höher als bei denen. Bei denen weiß ich jetzt nicht. Steht natürlich nicht drauf, klar. Gemischt habe ich gerade in der Nase eine schöne fruchtige Note. Ganz leicht süßlich mit leichten Äpfeln und leichten Birnen. So typisch halt ein junger Single Malt, natürlich jetzt deutlich abgeschwächter, aber diese leichte Grundnote von diesen schönen Äpfeln, Birnen, die ist so da drin. Ist sogar gerade recht angenehm dran zu riechen. Also vielleicht, wenn ihr Interesse habt, an so einer Flasche beide holen und mischen. Das ist zumindest jetzt gerade vom Ersteindruck her angenehmer. Oh. Man denkt immer erst, ja, ist okay. Schluckt man runter und dann, nein, ist nicht okay. Am Anfang wieder so eine leichte, auch wieder fruchtige Süße. Und dann beim Runterschlucken, dann sticht dieser Alkohol wieder und dann kommt wieder diese unangenehme Würze, legt sich auf der Zunge nieder und hinterlässt jetzt wieder diese Bitterkeit. Ne. Gefällt mir beide nicht. Sieger? Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, ich sage jetzt was ich nicht gedacht hätte. Da nehme ich, glaube ich, sogar den 3er als den 8er. Vielleicht aber einen schlechten Tag erwischt, ne? Weiß ich nicht. Ich hätte den 8er eigentlich mehr zugetraut, aber der war echt nicht gut. Aber der 3er ist auch echt nicht gut für mich. Das sind nicht meine Whiskys. Ben Brecken hingegen von Lidl, die sind okay. Aber... Queen Margaret, ne, mit der werde ich nicht warm, mit der Frau. Ja, also für mich würde ich beide nicht mehr kaufen. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie lange die noch hält. Wenn das jetzt hier 4 Jahre sind, dann sind das hier unten noch weitere
weitere. Gucken, vererbe ich weiter. Und hier wahrscheinlich genauso, ne? Also, das ist beide nicht so von meinen Favoriten. Ganz wichtig, jetzt auch eine Bitte an euch, wenn ihr die schon mal hattet, bitte auch in die Kommentare schreiben, eure Gedanken dazu, ob ihr so ein bisschen meine Eindrücke teilen könnt oder ob ich einfach einen schlechten Tag habe und der Achter jetzt zu schlecht abgeschnitten hat. Also, würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao.